Heute erwartet euch wieder ein ganz einfaches Rezept mit wenigen Zutaten. Und zwar werden wir diese leckere und gesunde Pfannenpizza machen. Bestimmt auch ideal für alle Studenten unter euch, die vielleicht keinen Backofen haben. Der Teig besteht im Grunde genommen aus nur drei Zutaten. Das ist zum einen Mehl. Viele würden vermutlich zu Weizenmehl greifen, allerdings hat das kaum Nährstoffe. Besser sind Vollkornmehle oder Dinkelmehl, welches heute bei mir zum Einsatz kommt. Wir werden die Pizza ohne Hefe machen. Damit der Teig aber trotzdem beim Backen ein wenig aufgeht und fluffig wird, benutzen wir Backpulver. Die dritte und letzte Zutat ist Joghurt. In meinem Fall die fettarme Variante. Aber jede andere Variante sollte auch funktionieren. Das genaue Rezept befindet sich übrigens nochmal in der Infobox. Wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht es mit der Vermengung der drei Zutaten. Hierbei solltet ihr den Teig nur so lange kneten, bis ihr einen Teigball habt. Knetet ihr zu lange, wird der Teig klebrig. Dann könnt ihr einfach noch etwas mehr Mehl hinzugeben. Habt ihr den Teigball fertig, holt ihr eine gut beschichtete Pfanne. Meine hat von unten gemessen einen Durchmesser von 18 cm. Diese streicht ihr mit etwas Butter ein. So löst sich die Pizza später tatsächlich sehr gut aus der Pfanne und sie bekommt einen knusprigen Boden. In der kalten Pfanne rollt ihr jetzt euren Teig aus. Dann kommt die Tomatensauce darauf. Trick 17. Ich verrühre für die Tomatensauce einfach immer nur etwas Tomatenmark mit etwas Wasser und Gewürzen. Dann kommt eine Schicht Käse auf den Teig. Jetzt belegt ihr die Pizza einfach mit den Zutaten eurer Wahl. Ich habe mich hier für Putenbrust, Paprika, Tomaten und Zwiebeln entschieden. Die Pfanne kommt dann mit einem Deckel auf den Herd bei geringer bis mittlerer Hitze und gart dort ca. 15 bis 20 Minuten. Wichtig ist, dass ihr den Deckel in der Zwischenzeit nicht abnehmt. Und voilà, fertig ist die Pfannenpizza. Ich hoffe, sie schmeckt euch genauso gut wie mir. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Da findet ihr viel mehr gesunde und einfache Rezepte sowie Tipps rund um die Ernährung. Dann bis bald!